An alle Skorpiongeborenen, beziehungsweise die den Skorpion im Aszendenten haben oder vielleicht sogar in der Venus oder in einem der anderen Planeten. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Fühl da bitte immer für dich rein, beziehungsweise schau gerne am Ende der Woche nochmal vorbei, um eine bessere Resonanz zu haben. Wir haben hier zum einen den Hierophanten. Das ist so die Sinnsuche, das Vertrauen, das eigene Gewissen. Drückt auch manchmal so moralische Vorgaben aus. Vielleicht muss hier eine gewisse moralische Vorgabe, die du dir in der Vergangenheit geschafft hast, überdacht werden. Denn hier geht es um Planung, hier geht es um Wachstum, um Fruchtbarkeit. Moralische Vorgaben sind natürlich nicht verkehrt, aber umso mehr du aus deiner Erfahrung lernst, umso öfter bist du auch in der Lage, eine moralische Vorgabe, die du früher hattest, mal so ein bisschen ad acta zu legen. Besonders, wenn es darum geht, hier vorwärts zu kommen. Die Herrscherin, die ist nun mal auch bekannt dafür, dass sie gerne mal so ein bisschen in ihrem Chaos versinkt und dann keinen klaren, neutralen Blick mehr hat. Von daher wäre es gut, vielleicht besonders hier in dieser Angelegenheit eine Trennung, ja, eine alte Verbindung, ein Schattenthema näher zu beleuchten und vielleicht mal alle moralischen Vorgaben über Bord zu werfen und neue moralische Vorgaben zu setzen, ja, damit eben auch neue Ziele anfokussiert werden können. Der Teufel steht natürlich zum einen für das Schattenthema. Für Abhängigkeiten, oh, hier hat sich sogar noch eine umgedreht, für Abhängigkeiten, für, ja, einfach dafür, dass die Vergangenheit noch an dir festhält. Und wenn du aus der Vergangenheit heraus aufgrund einer Person eine, ja, für dich Grenze gezogen hast, dann ist es wichtig, diese Grenze aufzulösen, besonders wenn jemand Neues reinkommen möchte. Weil dieser neue Mensch hat diese Grenze nicht verdient, sondern diese Grenze ist allein dieser alten Person geschuldet und da sollte sie auch bleiben. Ja, deswegen ist es wichtig, da dann eben diese Moral tatsächlich über Bord zu werfen, besonders im Hinblick auf jemand Neues. Wir haben hier den Münzkönig liegen. Das ist eine sehr bodenständige, sehr tatkräftige Energie. Und der Münzkönig ist per se nicht unbedingt derjenige, der sich mit Liebessäuseleien umgibt. Er kann sehr, 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 sehr charmant sein, gar keine Frage. Aber er ist eben halt auch ergebnisorientiert, ja. Und da musst du für dich schauen, wie weit du bereit bist, ein Teil dieses Ergebnisses zu sein. Das wirst du natürlich nicht können, wenn du eine Grenze ziehst, noch bevor du überhaupt in der Lage bist, in die Fülle reinzugehen. Hier mit den Neuen der Münzen geht es auch um deine Talente. Es geht hier darum, Ergebnisse zu erzielen. Und hier habe ich dich so ein bisschen in der Energie des Mutsammelns. Neuner Stäbe ist Rückzug, neuner Stäbe ist Kräfte sammeln, bevor hier überhaupt das Thema Schwärmerei aufkommen kann. Ja, um in eine Schwärmerei einzutauchen, bedarf es Mut. Ja, Schwärmerei ist nur der Anfang des Ganzen. Der Anfang von etwas, was später ein Ergebnis erzielen könnte. Wie gesagt, der Münzkönig kann wirklich sehr liebevoll sein. Aber er ist ergebnisorientiert. Und das Ergebnis ist raus aus der Schwärmerei und hier eine Brücke zu bauen zu einem, ja, jetzt aktuell vielleicht noch vorherrschenden Luftschloss. Aber dafür ist es wichtig, dass du deine Grenze übertrittst, die Altlast hier erkennst, diese Grenze dort lässt und dann bereit bist, hier nach vorne zu gehen, in die Fülle zu gehen. Möglicherweise, wie gesagt, mit einem Münzkönig. Kann durchaus sein. Also ordne dein Chaos, ja. Schau hier nicht auf dein Chaos, sondern ordne dies, damit der Blick frei ist, um hier zumindest erstmal, ja, die ersten kleinen Stufen zu kreieren, die langfristig in die Gefühlfülle, in die gefühlvolle Fülle führen könnten. Ich wünsche eine schöne neue Woche.